Was für ein Ausblick aus meinem Fenster. Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Schön, seid ihr wieder mit dabei, das freut mich. Und wir sind gestern... mir tut alles weh. Weil wir haben... Also mir tut wirklich alles weh. Und das liegt natürlich daran, weil wir hier in unserer neuen Wohnung geschlafen haben, ohne jeglich einfach das auf dem Boden. Wir haben aber nicht besonders lang geschlafen, weil es ist von 11:30 in der Nacht. Und es ist immer noch Polizeistunde, wir werden immer noch von den Cops gesucht. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir irgendwie so einen Kleiderschrank bekommen, weil da habe ich in der letzten Folge herausgefunden, dass man mit dem Kleiderschrank sich umziehen kann und dann suche ich immer Cops nehmen. Das finde ich gut. Und es tüdelt. Oh. Fuck. 15 mal 50 Gramm. Halleluja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal hey. Also, unser anderes daheim. Wir hier auch rein. Nicht. Okay. Aber ich würde sagen, um die 15 mal 50 Gramm kümmern wir uns jetzt noch nicht. Jetzt kümmern wir uns zuerst mal um unsere alten kleinen Stammkunden. Wie früher, auch für die muss gesorgt sein. Ich muss jetzt mal irgendwie mein Geld irgendwo herschmeißen, da die 3000 Dollar. Nein, scheinbar muss ich das nicht. Weißt du was, können wir da irgendwie den da rausnehmen? Und den 3450, yes, da geht es rein und dann liegt der halt so da. Und wir können ja den, haben wir jetzt den in den Rucksack rein, ja klar haben wir den in den Rucksack rein da. Ja. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Zeug wieder loswerden. So, Stoff haben wir ja genug. Haben wir ja in der letzten Folge am Schluss noch geholt. Respekt fällt, wir sind Two Towers. Ah, schau, jetzt haben wir Minimum Respekt hochgejagt überall. In Two Towers haben wir aber einfach noch nichts, aber dort können wir auch nichts kaufen. Okay, wir können auf jeden Fall die Preise noch ein bisschen hoch tun. Finde ich gut. Machen wir mal 61. Und vielleicht sogar 62 Dollar. Yes, die fressen es. Der James hat eine Geldlieferung. Die nehmen wir an. Der Eddie hat geliefert, das haben wir gelesen. Der Gustavo 15x50, das haben wir mitbekommen. Und der Sherry haben wir auch gelesen, das ist ein Sweetie her. So, also. Two Towers. Ich glaube mir einfach mal alles an. Komm. Nehmen wir alles an. Auf dem L haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Jetzt alle ja genommen. Gut. Ja, dann machen wir die grosse Bestellung mal bereit. Würde ich sagen. Und wir haben 15 Skillpunkte, die können wir noch vergeben. Und zwar würde ich sagen, für Schlauchkopf, dass wir noch mehr Skillpunkte bekommen, gehen wir mal 10 aus. Boom. Und nachher sparen wir, glaube ich, wieder, dass wir den mal füllen können. Das ist, glaube ich, eine geile Sache. Also,
Jetzt, boah, das gibt's dir. Also füllen wir da mal unsere Knüppel. Weil das sind jetzt alles so Gigli-Päckchen, 2 Gramm, 2 Gramm, 2 Gramm und so weiter. Das habe ich eigentlich nicht mehr machen, aber wir können ja unsere Arme unten nicht im Stich lassen. Und uns da nur noch auf das grosse Business beschränken. So. Also, fangen wir oben an. Ich kann es fast nicht lesen. Der Donald, ist das nicht, ist das der gleiche Donald vom Möbelgeschäft? Der Donald, also wir wollen einmal, zweimal, dreimal, viermal 2 Gramm. 2 Gramm. Viermal. Zack. Dann haben wir einmal, zweimal, dreimal, 3 Gramm. Zack. Und das ist es schon. Okay. Hey, Homies. Ich komme. Eine Schotte Spirre auf Ehrenbruderbasis. Und dann legen wir los. Wo müssen wir her? Also der James hat eh noch mehr Geld für uns, das können wir nirgendwo holen. Aber zuerst will ich mal den Stoff loswerden und die sind natürlich unter anderem da. Halleluja. Also nein, dann holen wir zuerst das Geld, oder? Dann haben wir Geld für die Bauarbeiter zu schmieren. Beziehungsweise jetzt können wir mal probieren. Nein, wir müssen die Bauarbeiter schmieren, weil anders können wir ja gar nicht über. Hey James, merci für die Kohle. Nein, warte jetzt mal, wir können doch auch. Wenn wir schon gerade hier sind, wollte ich da noch schnell da oben hin, eine Wohnung. Wollte ich da auch deine Gläusle. Schön. Hey, schön. Findet ihr nicht? Wunderschön. Seht mal von innen, wie das Licht jetzt brennt. Nice. Okay, steht jetzt der auf unserer Seite vom Zaun oder auf der anderen Seite? Oder auf der Mauer? Oder wo steht der? Der Ted. Super klappt. Mann, wie machen das andere? Verdammt. Ja, da ist auch nicht der Mauer. Da ist hinten da unten dran. Scheissdreck. Ja. Ist das wirklich rendiert, für irgendwie 2 Gramm jetzt $250 zu zahlen? Das ist jetzt ein bisschen der Punkt. Ich muss irgendwie herausfinden auf die nächste Folge, wie man den Rucksack dort drüber schmeißen kann. Oh nice, das sind 2. Schmika! Die haben wir auch schon lange nicht gesehen. Was willst du gerne? 2 Gramm kannst du haben, Baby. Ich danke dir. Ciao, gell, merci. Und der Donald. Hey, Donald. Ich glaube, das ist nicht der Möbelladen Donald. Alter, mag mich nicht so an. Ciao, Donald, merci. Oh.
27 Meter in die Richtung. Irgendwo hier muss einer stehen. Hier hinten dran. Ja, hoi Johnny! Johnny, mein Freund, du bist süchtig, gell? Ein bisschen. Hier. Gönn dir. Ciao, merci. So, 30 Meter. Oh Gott. Ganglieferung, aha. Okay. Oh, Alter. Hoi Al, mein Freund, wie geht's dir? 9 Gramm willst du haben, das kannst du. 9 Gramm? Habe ich irgendetwas falsch aufgeschrieben? Habe ich die 9 Gramm für einen Al vergessen? Scheiße, weil das geht mir nicht auf. Scheiße, nein, Homies. Na. Einfach nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hey, ich war mit Malcolm diskutieren. Was ist mit euch? Oh Gott, und vor allem habe ich sein Zeug vergessen. Das unterste 9 Gramm, das hat es einfach nicht angezeigt. Toll, darum. Ja, wenn wir schon wieder hier sind, können wir mal noch 9 Gramm mitnehmen, gell? Hey, Scheiße. Ja, auf geht die wilde Lotzi. Auf ein neues. Hallo! Wie viel haben wir an der Mauer? Ted und Benedikt. Ich muss einfach ein bisschen pressieren, ich laufe mir wieder Zeit davon. Hey Gott! Scheiße! Nein. Komm hier. Sie sind wieder giftig. Die letzten paar Aufnahmen, ich habe zu viel gesagt, dass es zu einfach ist. Jetzt sind sie wieder giftig wie eine Sau. Oh, mein Herz. Also, nochmal speichern. Ja, moin. Wow. Wirklich jetzt. Ja. Toll. Kann man die Musik aufhören? Okay. Ich habe jetzt dem L sein Zeug gegeben, endlich. Weil jetzt laufen wir, jetzt muss ich wirklich langsam pressieren, jetzt laufen wir die Leute davon. 1, 2, 3. Merci L, ich wünsche dir etwas. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich. Geradeaus ist noch der Pico. Oh, Biku, ich klopfe mich nicht zu halten. Ja, ich habe die Stoff. 3 Gramm. Hier. Merci vielmals. Und da haben wir nämlich ein Garage, gell? Nice. 3 Garagen sogar. Nice. Nice, okay. Und dort haben wir eine neue Wohnung.
Dann müssen wir auch noch schnell reinschauen, auch wenn wir fast keine Zeit haben. Fahren wir mal den Speicher schnell. Danke. Oh, das ist ja eine richtige Wohnung. Ja, übel nice. Ey, wie gross ist das? Ja, geil. Hier ohne Licht, aber nice. Geil, gut zu wissen. Au. Ja, es kommt eben das mit der Schissmauer. Jetzt haben wir noch zwei Kunden, drei Kunden und die sind alle hinter der Mauer. Nein, beziehungsweise einer nicht. Was? Hallo, Vogel, geht's? Schaffst du es? Alles klar? Ah, das Spiel macht mich einfach kaputt. Wahrscheinlich erreichen wir einen jetzt noch, wenn wir uns so da durchschleichen. Aber dann müssen wir uns. Das war dumm. Gott, haben wir Glück. Nein, da kommst du die Nächste. Ja. Jetzt sagen sie Nazis noch ab. Nein, 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 du siehst uns nicht. Aha, lauf weiter. So, die zwei probieren wir jetzt noch zu schaffen. Warte jetzt mal hier. Aha. Also hier hinten ist safe noch einer. Irgendwo hier ist noch einer. Hier hätten wir immer noch eine Wohnung, die tun wir am Anfang die Tür auf. Hat abgesagt, hey, wie komme ich zu dir? Ja, ja. Scheißdreck. Ja, 3 Gramm hier. Danke, Charlie. Hat mich gefreut. Aber ich muss weiter. Oh, wir schauen uns eine weitere Wohnung an von uns. Nachdem wir in der letzten Folge Monopoly mal gespielt haben. Ja, schön. Oh, da lässt sich das wohnen, vor allem ohne Licht. Okay. Etwa so sieht meine Wohnung aus. He? Hier. So. Gut. Was machen wir? Ich würde sagen, wir gucken noch mal schnell, ist da bei unserer Lieblingsdame dem Spiel vorbei. Hallo Fuss Amy, hoi, wer hat dich vermisst? Hast du eigentlich irgendetwas, was wir brauchen können? Ibuprofen, jetzt sollten wir wirklich mal ein bisschen Scheiß strecken. He? Aceton, Salz, da hat mir so viel Zeug in die Kommentare geschrieben und ich habe mir nichts gemerkt. Bin ganz ehrlich. Aber ich glaube, so Spass gönnen wir uns. Ist das für Qualität? Ich kann nichts machen. Timo G steht für Qualität bei Drogen. Merci, Fussemi. Ciao. Habe ich den Satz jetzt wirklich im Internet gesagt? Egal. Naja, aber es ist doch so, wenn man sich schon etwas reinpfeift, dann wenigstens super, oder? Nein, ich Internet keine Drogen. Wirklich nicht. Was ich das auch mal wieder gesagt habe. So. Es ist einfach zu viel Risiko für zu wenig Ertrag, diesen kleinen Stinker da nachher zu säckeln. Ganz ehrlich. Es bringt es einfach nicht. Auch wenn ich überall Respekt gewinne wieder. Es kann es nicht sein. Damien hat noch Geld für uns, das hingegen finde ich gut. Und dann würde ich sagen, tun wir hier noch schnell das
Zeug her. $3000 haben wir schon im Sack. Türen öffnen, eine speichern. Zack, boom, bam. Sorry, es ist immer so viel speichern, aber das Spiel zwingt mich quasi dazu. Wo ist der Damien? Ja, der Dene, ist klar. Hey, weißt du was, wenn wir Gängli für heute abschliessen, reicht das noch in dieser Folge? Ja, komm, das reicht noch. Das reicht noch in dieser Folge. Das reicht noch in dieser Folge. Wenn wir überhaupt genug Stoff haben, ist das die andere Frage. 15 Mal halten. Also kann man füllen mal die Kübel auf, das ist voll. Da geht noch etwas drin. Da geht noch etwas drin. So, also, dass die nicht 100 Gramm Päckchen bestellen können, scheisst mich an. 3 mal 50 Gramm. Und 3 mal 50 Gramm. Das sind 9. Das sind 6. Und 3 mal 50 Gramm. Passen nicht mein Inventar. Ja, ich weiß, aber wir machen es jetzt einfach schnell so. 3, 4, 5, 6. Okay. Was haben wir hier noch so am Umlegen? Das gehen wir mal da drin. Wir gehen jetzt da drin. Und wir gehen das da drin. Und wir gehen das da drin. Was ist jetzt das? What? Die heiße Pfad? Das ist doch die im gelben Profilbild. Das ist jetzt schon abhängig. Nach einem ist. Okay. Freut mich. Also. Du weißt, was ich meine. So, nach Produkt verpacken. Da haben wir jetzt. Ja, wegen 2 Gramm Kacke. Nochmal zweimal. Danke. Und haben wir hier noch 3 Mal. Danke. Wie viel haben wir jetzt hier? Nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 15 brauchen wir. Scheißendreck, wir brauchen mehr Stoff. Eddie! Gut, den haben wir glaube ich noch nicht gezahlt. He? Das ist jetzt das Problem. Mhm. Können wir noch etwas bestellen? Ja, $300, das reicht uns nie nachher. Gut, wir müssen Eddie Geld bringen. 16.500 Alte. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit für das Liefern beim Kartell. Ja, bis am Montag und wir haben Samstag. Easy. Dann haben wir jetzt mal für. Jetzt gehen wir einfach mit Damien noch das Geld holen und dann kümmere mich den Horti offscreen um das kleine Problem mit dem Stoff. Weil ich glaube, das ist für euch auch ziemlich immer wieder das Gleiche. Dass wir da mal ein bisschen vorwärts können, ein bisschen größere Sprünge machen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sonst schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hey Damien! Du hast noch ein bisschen Geld für mich, gell? Gib's mir. $2420. Nice. Okay. Und mit diesem schönen Ausblick da. Würde ich sagen, ist das gewesen für die heutige Folge Drug Dealer Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, Glocken aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr. Merci vielmals, bis gleich, Timo G. Ciao.